Und hier ist die Startliste, hier sehen wir also das Topfeld, die ersten drei, die wollen es heute vorne ausmachen. Wer ist der schnellste Kenianer? Gilbert Massai ist der Vorjahressieger, der sehr stark war. Richard Mengisch hat vor 2 Jahren dieses Rennen hier gewonnen. Beide können unter einer Stunde laufen, das haben sie schon mehrfach bewiesen. Und dann haben wir mit der Startnummer 3 hier Erik Kiptanui, der ganz stark in ganz starker Verfassung ist, den Silvesterlauf in Madrid gewonnen hat, ein sehr renommiertes Rennen, und der vor wenigen Wochen den Halbmarathon in Lissabon gewinnen konnte, in einer sehr starken Zeit. Und hier sehen wir von oben noch den Reichstag, wunderschöne Berlin-Bilder, aber bei diesem tollen Wetter, 12 Grad haben wir gemessen, leichter Wind. Wird der Wind eine Rolle spielen, Falk, auf dem Rückweg? Ja, gestern war es ganz schön windig. Ich hoffe, das frischt nicht wieder so auf, wie es gestern war. Weil dann könnte es zum Problem werden, weil der Wind auf dem zweiten Streckenabschnitt von vorne kommen könnte. Aber wir warten mal ab. Das ist vielleicht doch im Tempo nachher nicht so eine große Rolle, weil wenn es zur Sache geht, dann ist Wind nicht so ein entscheidender Faktor. Okay, jetzt stellt Carsten Hollands die Topathleten vor und wir hören mal rein. Halbmarathon. 40 Sekunden bis zum Start. Der Streckenrekord aus dem Jahre 2007, 58,56, aufgestellt von Patrick Macau. Das müssen wir, glaube ich, heute nicht befürchten, aber Ziel ist es natürlich, da vorne die Stunde zu knacken. Das ist immer die magische Grenze für die Topläufer aus Ostafrika. Und Homio Tesfaye, er will den 25 Jahre alten deutschen Rekord, aufgestellt von Carsten Eich, 60,34, attackieren. Viel Erfolg. Und los geht's. Ja, tolle Bilder. Mehr als 30.000 Läufer machen sich auf die Reise und Philipp Flieger legt gleich mal gut los da vorne. 21,0975 Kilometer liegen vor diesen Läufern. Und eine wahnsinnig attraktive und schnelle, wunderschöne Strecke. Und ich glaube, Falk, man muss einfach auch hier gerade zu Beginn die Nerven behalten und nicht zu schnell loslaufen. Das stimmt, jetzt Atmosphäre, die Strecke ist schnell. Aber für die Topläufer spielt das gar nicht so eine große Rolle. Die ersten 1, 2, 3 Kilometer kann man auch ein bisschen zu schnell rennen. Die Leute kompensieren das. Für die Hobbyathleten ist das wieder ein anderes Thema. Auch hier kann man ruhig ein paar Sekunden rausholen. Die hat man am Ende dann im Petto. Ja.
Wunderschön. Die lassen es ein bisschen gemütlicher angehen, aber jeder Einzelne hat sich natürlich auch hier intensiv auf diesen Halbmarathon-Klassiker, Frühjahrsklassiker vorbereitet. Aus über 100 Ländern sind die Menschen angereist, die Sportler, die dabei sein wollen. Und jeder hat sein persönliches Ziel. Der eine will nur ankommen, der eine will eine neue persönliche Bestzeit laufen. Und wir haben gerade noch mal Carsten Holland gehört. Auch Hans Sapai ist im Feld. Und für Hans schlägt jetzt heute auch die Stunde der Wahrheit. Der Kultkicker aus Ghana heute über die Halbmarathon-Distanz. Wir sind wieder bei der Spitze, die sich schon gleich auf den Weg machen, hier Kilometer 1 zu passieren, auf dem Weg Richtung Berliner Dom. Der erste Kilometer ganz klar auf jeden Fall immer unter 3 Minuten. Pacemaker sind im Einsatz, die hier das entsprechende Tempo vorgeben. Und zur Einordnung kann man sich einfach mal so ein bisschen vorstellen, wenn Sie 100 Meter in 17 Sekunden laufen können, dann wissen Sie, wie schnell die da vorne 21 Kilometer lang laufen. Ja, die rennen das eine Stunde lang durch. Wahnsinn. Ja, ne? Irre. Ja. Und dann sieht es auch noch so leicht aus. Und Kichumba zeigt sich gleich vorne weg, sogar noch vor den Pacemakern. Vincent Kichumba aus Kenia, der hat immerhin auch eine Bestzeit von 60:32 stehen. Und hier nochmal der Blick auf den wundervollen sonnigen Gendarmenmarkt, wo sich natürlich schon auch viele Touristen tummeln. Die Stadt ist voll, die Stadt ist gut drauf und viele Zuschauer sind auch an der Strecke. Da werden einige Hunderttausend heute auch hier den Läufern zujubeln, wenn es nachher über den Kudamm oder auch über den Potsdamer Platz zurück nach Mitte geht. Der Start in Mitte, die Strecke Richtung Charlottenburg und dann geht es links ab bei Kilometer 10 durch die Schlossstraße, kreuzen wir Richtung Kurfürstendamm und dann geht es zurück wieder nach Mitte Richtung Ziel. Das irritiert mich schon ein bisschen, dass der Kichumba da sich vor die Pacemaker setzt und sein eigenes Tempo läuft. Wir werden gleich mal auf die Uhr schauen, wenn Kilometer 2 passiert wird, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell die Jungs hier unterwegs sind. Der gibt mal richtig Gas. Der gibt mal richtig Gas, ja. Vincent Kipchumba läuft also hier von Beginn an mutig mal ein sehr, sehr flottes Rennen. Und im Hintergrund sehen wir den Berliner Dom und den Lustgarten. Und das habe ich also selten gesehen hier beim Berliner Halbmarathon, dass sich zwei Leute hier gleich schon auf den ersten ein, zwei Kilometern vor die Spitzengruppe setzen und mal 10, 15 Meter Abstand schaffen. Das ist meine Nummer. Ja, weil das doch gerade für die Afrikaner ungewöhnlich ist, wenn da jemand vorne wegrennt und gerade jetzt am Anfang, wo noch alle frisch sind, dass da nicht alle hinterher rennen, wundert mich jetzt auch. Scheint mir schon sehr schnell zu sein, was die zwei davon machen. Und das hier ist auch ein flotter Start für den einen oder anderen sicherlich. Und da muss man auch ganz klar sagen, man muss sich das zu Beginn einfach gut einteilen, die Nerven behalten, nicht zu schnell loslaufen, gucken, dass der Puls nicht zu sehr in die Höhe geht, denn es zieht sich am Ende, es zieht sich. Gerade wenn die ersten warmen Tage kommen, vielleicht im Sommer so ein Wetter wie heute, vielleicht gar nicht so schlimm, aber wenn es die ersten zwei Tage erst im Jahr sind, wo es warm ist, dann kann es vielleicht hinten raus schon zum Problem werden. Auf dem Weg zu Kilometer 3.
und Kip Tanui. Das ist der Sieger von Lissabon, der sich vorgenommen heute vorgenommen hat, hier die Stunde zu knacken. Er will unbedingt in seinem zweiten Halbmarathon hier unter 60 Minuten laufen. Und er hat sich gleich mal an Kipchumba rangehängt. Die beiden kennen sich vielleicht auch und haben sich was vorgenommen und haben sich eine eigene Taktik zurechtgelegt und sprengen mal das ganze Vorhaben hier schon auf den ersten 2-3 Kilometer. Die starten für dasselbe Team. Ja. Das NN Running Team aus den Niederlanden. Und es ist vielleicht gar keine dumme Idee, den leichten Rückenwind jetzt zu nutzen, um einfach an der Zeit schon was rauszuholen. Das Team von Jos Hermes, ja? Ganz genau. Die auch den derzeit stärksten Marathonläufer unter Vertrag haben. Mit Eliud Kipchoge und auch Bekele. Auch bei Europäer, der Julie Wonders, jetzt auch 60 Minuten gerannt im Halbmarathon. Also ganz starkes Team, die auch offensichtlich zusammenarbeiten. Ja, und wir haben es ja schon gehört, auch vom Race Director von Mark Milde, dieser Erik Kip Tanui, der eine Bestzeit von 60.05 hat, ist zum ersten Mal hier auf den Straßen Berlin unterwegs und hat sich richtig was vorgenommen, weil er, glaube ich, weiß, dass er gut drauf ist, dass er richtig einen Pfund im Schuh hat, und der will heute von Beginn an hier zeigen, wie stark er ist und seine kenianischen Kollegen entsprechend beeindrucken. Ja, das ist auch ein Unterschied, ob du stehen hast eine Stunde 05. Also eine Stunde 005 oder ob du 59 stehen hast. Das ist dann, wenn du nach Hause kommst nach Kenia, schon ein Unterschied. Weiter, weiter. Aber auch die Freizeitläufer sind schon auf dem Weg zum Berliner Dom. Aber da sieht man halt auch schon mal den Abstand sofort. Wir sind schon vorne an der Spitze bei Kilometer 3 und diese Herrschaften haben gerade mal einen Kilometer passiert. Schon vorbei am Brandenburger Tor. In einer wahnsinnig schnellen Zeit, 8,5 Minuten, das ist zügig, sehr zügig für die ersten 3 Kilometer. Auf jeden Fall. Also die rennen deutlich unter 3 Minuten, diese beiden, und geben hier richtig Gas und wollen sicherlich die ersten 10 Kilometer hier deutlich unter 28 Minuten angehen. Darauf läuft es hinaus. So sieht es gerade aus, ja. Das sieht schon so danach aus, dass hier einer für den anderen Tempo macht. Das ist Teamplay. Und da ist jetzt schon eine deutliche Lücke entstanden. Wenn sich hier einer so von dem anderen absetzen kann. Die Jungs in Kenia, die trainieren natürlich auch ganz viel zusammen und wissen, was der andere kann. Und wenn sie nicht wüssten, was der hier drauf hat, würden sie den, glaube ich, auch nicht laufen lassen. Die trainieren ja fast alle in denselben Zentren, in denselben Orten, und jeder kennt da den anderen, was der da eine kann. Ist das kein Geheimnis für den anderen. Also schon warten, was die beiden hier abliefern. Vorsprung, ja, knapp 100 Meter.
Okay, haben wir. Bei der bleiben wir, ne? So, und da ist super, ja, die Frauenspitze. Wir ordnen das gerade mal zu. Erwartungsgemäß Milian Mbongon, F23, die erstmals in Europa live, hat eine persönliche Bestzeit von 72 Minuten, will aber heute Bestzeit laufen und geht hier auf 68 Minuten an. Und Melat Kejeta aus Äthiopien, die ja in Deutschland lebt, obwohl sie vor dem Start sagte, sie wäre etwas kränklich, will sie versuchen, hier eine neue persönliche Bestzeit zu laufen und auch so 67, 68 Minuten laufen. Also die beiden, das sind die führenden Frauen. Und hier sieht man sehr schön auf dem Weg zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule auf dem 17. Juni den Abstand zwischen diesen beiden, die sich wirklich was vorgenommen haben heute, und der Verfolgergruppe, in der wir auch Homio Tesfaye vermuten und kurz dahinter auch Philipp Flieger. Das wird im Übrigen nächstes Jahr hier der Start- und Zielbereich für den Halbmarathon sein. Wir sind in diesem Jahr zum letzten Mal hier auf der Karl-Marx-Allee in Mitte. Nächstes Jahr, weil hier auch am Alexanderplatz großflächig umgebaut wird, geht es für den Halbmarathon in der 39. Auflage dann auf den 17. Juni. Und die beiden sehen sehr selbstbewusst, sehr locker und sehr gut aus. Jetzt geht's rein in den Kreisverkehr an der Siegessäule. Und der Abstand ist schon ordentlich, Falk. Ist schon sehr groß, ja. Sieht ja meist im Fernsehen noch ein bisschen kürzer aus, als es in Wirklichkeit ist. Ist schon bemerkenswert. Bärenstark. Die ersten 5 Kilometer in 13:30. Ist ja unfassbar. Also ich sag mal zum Vergleich, 13:45 wäre am Ende 58:01. 13:30. Und hier sind wir bei den beiden deutschen Frauen. Gesa Krause und Katharina Heinig. Das müssen wir gleich nochmal checken, ob die Uhr hier stimmt. 13:30 bei Kilometer 5. Das wäre wirklich der Wahnsinn. Und es scheint zu stimmen. 13:32 die Durchgangszeit. Unfassbar. Die sind verrückt. Das hat sich noch keiner getraut. Aber ich finde es super. Also, wenn sie die Bedingungen hergeben, sollen wir es nicht versuchen. Also hier, das war zu erwarten, entschuldige bitte Falk, aber Gesa und Katharina, ganz kontrolliert, Richtung Charlottenburger Tor, und Kitschumba macht das Tempo für seinen Teamkameraden. Ja. Kilometer 6 ist passiert. Und die Zeit stimmt. Was wir gesehen haben, stimmt. 5 Kilometer 13:32. Auch wenn es schwer zu glauben ist, aber es stimmt. Also ich habe mich ja auch gewundert, warum hier auf meiner Zeittabelle keine Zeit mehr steht, weil es einfach Weltrekord wäre. Ja, die sind auf Weltrekordkurs. Die gehen hier Weltrekordkurs an in Berlin. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran auch, dass sie bisschen unerfahren sind und zum ersten Mal in Berlin sind. Die Siegessäule, da sind jetzt auch Gesa Krause und Katharina Heinig. 1864 wurde dieses schöne Bauwerk hier geschaffen. 67 Meter hoch und da oben thront die goldene Viktoria, aber die beiden sind schon hier einen Kilometer weiter und laufen gerade durch das Charlottenburger Schloss. Der wunderschöne, großzügige Eingang zum
ehemaligen Charlottenburger Stadtteil, das Zuhause der Schönen und Reichen, so hieß es damals in der preußischen Zeit. Hier ist am Wochenende immer ein schöner großer Flohmarkt und jetzt laufen die beiden auch Richtung Ernst-Reuter-Platz. Auf beiden Seiten die Technische Universität Berlins mit über 5000 Studenten, auch aus aller Welt. Und mein Eindruck ist, die Verfolger kommen ein bisschen näher, sie schließen auf zu den beiden, die dieses verrückte Tempo da vorne angegangen sind. Anders kann man es nicht nennen. Verrückt. Mutig, aber auch ein bisschen crazy. Ja, auf jeden Fall. Aber der Kip Tanui sieht trotzdem frisch aus. Also, wenn er sich zutraut, wird interessant. Und hier sehen wir die Spitze des Feldes und die beiden da vorne. Ob sie wissen, was sie tun? Kip Tanui sieht sehr kontrolliert und sehr gut aus. Und er kann ja locker eine 27er Zeit laufen, auch über 10 Kilometer, das kann er. Aber wir reden hier von einer Durchgangszeit beim Halbmarathon. Also 1915 war jetzt Weltrekord, 58 Minuten, da vorne, wo 7 Kilometer war, da waren sie gerade deutlich drunter. Die rennen ja wirklich auf 58 Minuten an. Ja, das ist verrückt. Du verfolgst das mit unserer Tempotabelle von Sven Stöcklein, die er ganz minutiös ausgearbeitet hat. Und wir halten das hier fest, wie die beiden gleich dann sich Kilometer 10 nähern. Und alles läuft heute anders als erwartet. Es war eigentlich zu erwarten, dass wir zu Beginn hier eine große Gruppe haben, die versucht, gemeinsam ein flottes Tempo zu laufen. Aber die haben sich heimlich abgesprochen und gesagt, nee, also da machen wir nicht mit. Wir haben unseren eigenen Plan. Und ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass der junge Mann, dass der 27-jährige Erik Kip Tanui sich hier der Tempoarbeit seines Teamkameraden bedient und er will das Rennen gewinnen und sein Teamkamerad hilft ihm dabei. Das ist, glaube ich, der Plan. Auf jeden Fall abgesprochen. Das Hermanns Team arbeitet da zusammen. Das haben sie schon ein paar Mal gemacht bei diversen Rennen. Ist auch eine gute Taktik, weil beim nächsten Mal gewinnt vielleicht der andere. Der eine hilft dem anderen, um am Ende gute Zeiten zu erreichen. Und am Ende hilft allen. Aber mal gucken, ist trotzdem schon ein ganz schöner Höllenritt, ob das gut geht. So, wir gehen wieder nach vorne zur Spitze, aber der sah super locker aus, Hans Sabay. Und er nimmt es eben auch, das ist der genau richtige Ansatz, so muss man den Halbmarathon angehen. Die Zeit spielt eigentlich keine Rolle, sondern dabei sein und die Distanz schaffen, das ist das Ziel für den Hans. Aber der ist so gut drauf, der wird es heute auf jeden Fall schaffen. Und er freut sich einfach mit den anderen Läufern, er genießt die Stimmung und das finde ich super. Also wir werden öfter noch zum Hans schalten und gucken, wie es ihm geht und verfolgen aber mit großem Interesse, was hier an der Spitze passiert. Das ist wirklich irre. Weltrekordtempo beim Berliner Halbmarathon. Vincent Kipchumba und Erik Kip Tanui haben ihren eigenen, ihren geheimen Plan ausgetüftelt und sind von Beginn an hier vorneweg marschiert. Und jetzt versucht die Verfolgergruppe ranzukommen. Sie versucht, die Ausreißer zu stellen. Die sind auch nicht weit weg. Also das ist auch noch Weltrekord. Ja, das wird ein super Rennen. Ja. Das wird ein super Rennen, weil die werden jetzt versuchen, ranzukommen. Auf jeden Fall. Und dann sind die nur zu zweit und ich weiß nicht, wie lange der Tempomacher, nenne ich ihn jetzt mal, wo der auf eigene Faust ja trotzdem läuft, wie lange er das durchhält. Unglaublich. Da macht man sich Gedanken als Race Director, die guten Pacemaker einzukaufen. Und dann gibt es ein Meeting, wo abgesprochen wird, wie schnell man angeht, um es jedem recht zu machen. Und dann gehen die beiden jetzt zum Frühstück und sagen, du, wir machen alles anders. Interessiert uns überhaupt nicht. Interessiert uns nicht. Hier ist Gesa Krause. Ist Katharina Heinig auch noch dabei? Kann ich nicht mehr sehen. Oder ist sie schon vorgelaufen? Nein, doch, nein, da, kurz dahinter, kurz dahinter. Noch in der gleichen Gruppe, Gesa Krause. Und hier geht's für die Spitze schon. Auf dem Weg zu Kilometer 10. Und 24 Minuten sind erst absolviert. Ich bin sehr gespannt gleich auf die Split-Time bei Kilometer 10. Jetzt kommt erstmal Kilometer 9, glaube ich, noch. Ja, ja.
aber das ist ein Wahnsinnstempo. Da war Kilometer 9, sie waren ungefähr bei 24,45, was immer noch auf 58 Minuten hinzielt. Müssen wir überlegen, der Weltrekord davor lag jetzt bei 58,23, also die sind deutlich schneller. Also ich bin gespannt auf die 10 Kilometer Durchgangszeit. Und dann hoffe ich mal, dass wir gleich auch in Erfahrung bringen können, wie es Homio Tesfaye geht. Und was Philipp Flieger macht. Wir sind dran, aber natürlich ist das hier vorne so spannend, das ist ja verrückt. Das ist ganz großes Kino. Oh, der Tempomacher vorne, der stauchelt schon gewaltig. Ja. Aber kein Wunder bei dem Tempo. Vincent Kipchumba. Ersten 5 Kilometer, ich sag's noch einmal, Durchgangszeit 13,32. Und dahinter sehen wir die Verfolger. Und ich würde vorschlagen, dass wir, wenn wir Kilometer 10 passiert haben, bleiben wir mal stehen und warten auf die anderen, um zu gucken, wie groß der zeitliche Abstand ist. Bei Kilometer 10 bleiben wir einfach mal da vorne stehen und schauen uns an, was die anderen machen und wie schnell sie hinterherkommen. Das wäre doch jetzt mal interessant zu sehen, wie groß der Abstand ist. Auf dem Weg zur Zwischenzeit. Über die 10 Kilometer hier beim 38. Berliner Halbmarathon. Und jetzt schon wissen wir, das wirkt ein spektakuläres, ein flottes, ein schnelles Rennen. Aber das machen sie auch hervorragend. Hier der lockere Laufstil. Klar, als 3000 Meter Hindernisspezialistin. Gesa Krause macht einen guten, macht einen lockeren Eindruck und hat sich ein paar Meter abgesetzt von Katharina Heinig. Liegt auch gut im Rennen bei den Frauen. Und hier die beiden nähern sich jetzt der Kilometermarke 10. Und wir gucken auf die Zeit. 27 Minuten und 28 Sekunden. Und wir warten mal auf die anderen. Geht auf 58,00 im Moment. 58,00. 27,28. So, und die anderen sind? Ja, ungefähr 20 Sekunden dahinter, würde ich sagen. Was auch Weltrekord bedeuten würde. 27,32. Ja, und ich versuche Homio. Wir bleiben einfach mal da. Wir bleiben einfach mal da und schauen uns das an. Er hier im Gelben, die Nummer 12, ist letzte Woche schon 27,28 in Paderborn gelaufen, hat dort gewonnen. Also die ganz schnellen Jungs. Super stark, Falk. Schau noch mal genau nach den Zeiten. Ich schau noch mal im Computer kurz nach und versuche mal zu erfassen, was mit Homio und Flieger ist, ja, wo die beiden sind und schau mal im Computer nach, ja? Alles klar. Ach, der Junge strauchelt hier vorne, das ist klar.
So, jetzt bin ich ganz kurz mal zur Zeitmessung rübergelaufen und habe also jetzt die Zwischenzeiten. Homeo Tesfaye geht in 29.02 durch und eine halbe Minute dahinter Philipp Flieger. Also der schnellste Deutsche ist gut auf Kurs. Und jetzt wird es halt interessant, den Kuhdamm runter. Wenn der Wind leicht von vorne kommt, jetzt wird sich herausstellen, wie lange der Tempomacher das halten kann. Und jetzt beginnt langsam der Ernst. Da ist Gesa Krause. Da ist Gesa Krause. Die macht einen super Eindruck und läuft super locker. Und ich glaube, sie hat bei ihrem ersten Halbmarathonlauf in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein bisschen was gelernt. Das ist ja ausgestiegen bei Kilometer 15. Heute macht es deutlich besser. Kilometer Durchgangszeit der Führenden. Kompliment bei deinem Debüt, so eine coole Vorstellung. Und hier, das sind die Debütanten auch auf den Straßen Berlins. Zum ersten Mal der junge Kip Tanui hier. Und er hat sich was vorgenommen. Er will dieses Rennen gewinnen. Und nicht in irgendeiner Zeit, sondern in einer Weltklassezeit. Auf dem Weg, Weltrekord ist immer noch möglich. Und eine Weltjahresbestzeit, allemal heute. Vielleicht sogar der Streckenrekord. Es sieht sehr gut aus, auch bei den Frauen. Die Frau ist auch auf Streckenrekordkurs Richtung 1,37. Also Männer und Frauen, beide sehr schnell unterwegs. Ich glaube, jetzt wird es interessant auf dem Kuhdamm, wie sich es jetzt entwickelt. Die Gesa macht das super. Ja, hervor. Ihr letzter Halbmarathon verlief ja nicht so glücklich für sie. Sie liebt ja die langen Strecken eigentlich von Haus aus nicht so sehr. Ist so ein bisschen eine Hassliebe bei ihr. Beim letzten Mal war sie, glaube ich, auch ein bisschen zu müde in dieses Rennen gegangen, direkt aus Kenia gekommen. Jetzt ist, glaube ich, ganz vernünftig, was sie macht. Erstmal solide starten und dann hinten raus kann sie immer noch gucken, was geht. Sie macht das ganz gut. Wenn wir die Zeit von Homeo Tesfaye mal einordnen, ja, derweil wir hier die Gesa sehen, 29.02, was würde das Richtung deutscher Rekord bedeuten, Falk? Im Moment ist er ungefähr so unterwegs wie vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen bei seinem Lauf in Den Haag Richtung 61,5 ungefähr. Okay. Der Philipp ist auf Bestzeitkurs Richtung 62, Mitte so ungefähr. Also sehr, und hier, Kip Tanui, das habe ich befürchtet. Der andere hat die Pace gemacht für die ersten 10, 12 Kilometer und jetzt alleine auf dem Kuhdamm Erik Kip Tanui, der jetzt ein eigenes Rennen läuft. Ein einsames Rennen vielleicht, wenn er es schafft, durchzukommen. Erik Kip Tanui, Bestzeit bislang 60.05. Aber der junge Kenianer hat sich vorgenommen, so jung ist er nicht mehr mit 27, aber er, der sich so stark fühlt und vor wenigen Wochen in Lissabon gewann, will es heute wissen und will deutlich unter einer Stunde bleiben. Er ist auf dem besten Weg. Ein Wahnsinnstempo, ein sehr athletischer, ein sauberer, ein wunderschöner Laufstil, aber da ist Power dahinter. Er sieht immer noch ganz locker richtig aus. Richtig gut. Selbstbewusst und gut. Falk. Wir müssen schon bei Kilometer 13 jetzt durch sein. Wie ich in meiner besten Zeit. Ja, genau so. So bist du auch geschwebt. Ja. Also ein starkes Rennen, vor allen Dingen auch von ihr. Gesa Felicitas Krause, jetzt schon großes Kompliment. Sie ist super unterwegs. Hat hier mit Marc Schulze auch einen erfahrenen Tempomacher, der auch schon oft in Berlin gerannt ist. Sein Trainer kommt hier auch aus Berlin, verbringt hier oft Zeit zum Training und kann sich ganz gut fühlen, weil er kennt jede Ecke. So, und jetzt, glaube ich, haben wir Homeo. Da ist er. Ja. Der Mann, der schnellste Deutsche auf den Straßen Berlins, auch heute, liegt gut im Rennen, aber er ist sicherlich auch wie jeder andere hier überrascht worden von diesem Ausreißversuch, von dieser geheimen Attacke von Erik Kip Tanui. Aber Homeo Tesfaye, letztes Jahr war er Siebter mit einer 62er Zeit und dieses Jahr deutsche Jahresbestzeit 61,20 aufgestellt. In Den Haag. Er ist jetzt schon auf dem Kuhdamm. 37 Minuten unterwegs.
Ja, das ist für ihn dann ein bisschen ein Problem, wenn ein Rennen auf einmal zu schnell wird und du bist auf einmal alleine, musst du dich alleine hier durchkämpfen. Aber so war es letztes Jahr auch. Er ist auch auf dem Kudamm, war er auch alleine. Mhm. Das kennt er schon. Aber er ist auch immer noch im Bereich seiner Bestzeit unterwegs. Und das hat ja auch, außer Arne Gabius, in den letzten Jahren auch ganz wenige geschafft in Deutschland. Und 61,5, auf was er sich jetzt hinbewegt, ist ja Wahnsinn Zeit. Ja. Klaas aber auch mit dem deutschen Rekord, das hat heute nichts zu tun. Davon musste er sich schon frühzeitig verabschieden. Das ist natürlich auch eine sehr ambitionierte Zeit, die Carsten Eich hier aufgestellt hat. Er wird sie heute aber, da würde ich mich jetzt schon festlegen, unterbieten, denn er ist so stark und so schnell und so selbstbewusst unterwegs hier in Berlin bei seinem ersten Auftritt in der Hauptstadt. Erik Kiptanui, und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber der lässt sich heute die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Glaube ich nicht. Dafür ist er zu stark für mich. Ich glaube nicht, dass er wegbricht. Glaube ich nicht. Aber im Sport ist vieles möglich. Wir warten ab, was passiert. Und ich glaube, die, die hinter ihm laufen, aber die einen ordentlichen Abstand haben, denn er hat nochmal das Tempo verschärft, an der Gedächtniskirche vorbei. Und wir schauen ihm, wenn es geht, tief in die Augen. Und er sieht locker aus. Das ist ein Tunnel. 14 Kilometer. Noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Noch 7 Kilometer bis zum Ziel. Ja, wir sind etwas langsamer geworden, aber wir sind trotzdem immer noch im Moment auf Weltrekordkurs. Wir sind ungefähr bei 38, 45 durch. Für 14 Kilometer, das ist ungefähr 58, 15. Das wäre immer noch Weltrekord. Wir sind ganz knapp dran, aber jetzt wird sich's entscheiden. Weltrekord ist möglich. Streckenrekord kann es auf jeden Fall werden. Und wird es der Sieg, der erste in Berlin für Erik Kiptanui? Sie hat keine Ahnung, was da vorne passiert, weil sie ist mit ihrem eigenen Rennen beschäftigt. Und jetzt geht es für sie, auch für Gesa Krause hier, auf die zweite Hälfte. Was traust du ihr zu? Was wäre eine gute Zeit für sie? 70, 71 Minuten? Ja, das auf jeden Fall. Das hat sie auch drauf. Das war vielleicht mit ihrem Halbmarathon-Debüt ein bisschen ein Ausrutscher. Sie kann ja schon was hinlegen. Was genau, das konnte sie ja selbst nicht richtig definieren. Und wenn du das erste Mal eine Strecke rennst, musst du dich auch erstmal finden. Beide liegen also unter den Top 10. Keyeta Melat 31,52 und auch die Schweizerin Maja Neuenschwander auf Platz Nummer 6 mit 33,50 gut unterwegs. Und er läuft jetzt hier an der Urania vorbei auf dem Weg zum Lützeufer und wir schauen uns schnell mal an, wer bei den Skatern gewonnen hat. Und ich glaube, wir dürfen ihm gleich als Erste hier im Ziel gratulieren, Falk. Was für ein starkes Rennen, was für ein beherzter Auftritt, was für ein mutiger Lauf vorneweg. Ja, ich mag sowas auch, wenn sich jemand mal was traut einfach und dann einfach alleine geht und jeder denkt, das geht nicht. Und er zeigt dir, es geht. Wie der Hans. Ja, genau. Genauso wie der Hans. Erik Kiptanui, der den renommierten Silvesterlauf von hier Kilometer 15, 41,38. Schau nochmal nach, bitte, was das bedeutet. Kilometer 15, 41,38. Ja, er wird jetzt schon deutlich langsamer, aber immer noch auf Streckenrekord unterwegs. Streckenrekord. Nochmal zur Erinnerung aus dem Jahre 2007. Der ist auch schon 11 Jahre alt. 58,56. Aufgestellt vom ehemaligen Berlin-Marathonsieger Patrick und Weltrekordler Patrick Macau. Jetzt ist er am Lützufer. Gerade am Hotel Esplanade vorbei.
Die deutschen Frauen sind ungefähr auf 72 Minuten unterwegs. Sieht gut aus. Hat er noch eine schöne Gruppe, muss nicht alleine laufen. Ja, das ist ideal. Super. Katharina Heinig ist, glaube ich, nicht weit dahinter, aber da ist eine kleine Lücke dazwischen. Aber die Gesa macht einen starken, selbstbewussten Eindruck. Und ich glaube, sie hat die Maja Neuenschwander hinter sich gelassen. Hat schon einkassiert, was stark ist. Sehr stark. Maja ist in diesem Jahr schon Schweizer Rekord gerannt, hat sich super entwickelt. Und sie ist schon 70 Minuten und 46 Minuten gerannt in diesem Jahr. Also das ist schon eine Hausnummer. Und Homio Tesfaye ist nach wie vor der schnellste Deutsche und auch sehr gut unterwegs. Guck mal, sieht doch gut aus. Ja. Ja, unter den Top 10. Absolut. Sehr gut. Ist ja hier auch schon mal, ich glaube, vor 2 Jahren zu schnell angegangen und dann ein bisschen hops gegangen. Das sieht heute anders aus. 15 Kilometer hat er passiert. Etwas mehr als 44 Minuten hat er für die 15 Kilometer gebraucht und 6 Kilometer noch bis ins Ziel. Und er ist schon 1 Kilometer weiter. 1 Kilometer Vorsprung. Wahnsinn. Vor dem schnellsten Deutschen hat der Gesamtführende, Erik Kiptanui. Was für ein starkes Rennen. Aber da hat der Race Director Marc Milde richtig gelegen. Er hat mich heute Morgen noch angerufen und kurz vor ihm und gesagt, René, die Startnummer 3, den müsst ihr auf der Rechnung haben. Ich glaube, da ist was im Busch. Die haben irgendwas vor. Der ist zum ersten Mal hier und will was versuchen. Ja, der Marc hat ja einen Riecher. Der hat das ja schon viele Jahre gemacht. Der merkt, wenn sowas kommt. Mal beim Laufen in Berlin zuschauen. Und Gesa Felicitas Krause. Super stark. Kompliment, wie sie das heute hier macht. Und dieser Ausflug auf die Halbmarathon-Distanz ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich für sie. Sie, die ja auf der Bahn zu Hause ist, die ja leider bei den Weltmeisterschaften in London diesen blöden Sturz hatte über das Hindernis und deshalb nur 9. wurde. Sonst hätte sie bestimmt auch da eine Medaille gewinnen können. Denn sie war ja schon mal WM-Dritte. Sie passiert gerade die Gedächtniskirche auf dem Kurfürstendamm. Und sie will natürlich als Europameisterin über die 3 Hindernisse den Titel hier in Berlin im August im Olympiastadion verteidigen. Ja, sie macht das auch ganz clever. Man hat sie ja von vorne jetzt gesehen und denkt, eigentlich hat sie Wind. Aber der Wind kommt aus unserer Blickrichtung von links vorne. Das heißt, sie lief komplett im Windschatten. Der Gesamtführende bekommt hier nochmal letzte Instruktionen vom Management, ist am Potsdamer Platz. Der Potsdamer Platz, immer ein absoluter Hotspot und Stimmungshighlight hier beim Berliner Halbmarathon. Kilometer 17. Auf den letzten 4 Kilometern ist dieser Erik Kiptanui unterwegs. Und wir sehen weit und breit keinen ernstzunehmenden Verfolger in seiner Reichweite. Schafft er das? Kommt er durch? Das wäre der Hammer, wenn er durchkommt. Und es wird auf jeden Fall, Falk, immer noch, auch wenn es kein Weltrekord mehr werden kann, aber vielleicht sogar ein neuer Streckenrekord. Homio Tesfaye auf dem Weg zum Potsdamer Platz. Homio ist ein bisschen langsamer geworden, geht ja jetzt so auf 62 Minuten. Aber er kämpft. Ich glaube, es wird hart für ihn. Er sieht nicht mehr ganz so locker aus. Aber er fightet und er ist ein Kämpfer. Er kommt ja auch von der Bahn, ein guter Mann über die 1500 Meter, der bei der Europameisterschaft vielleicht über 5 und 10.000 Meter an den Start gehen will, hat er uns vor dem Start verraten, wenn er sich denn dafür qualifizieren sollte. Aber heute ist er sicherlich auch froh, wenn er hier das Ziel erreicht. Und das ist spektakulär. Hier, Homio läuft auf. Also, kurze Schwächephase, aber er ist wieder dran. Und das ist gut für ihn, glaube ich, Falk, dass er sich jetzt hier mit 2 anderen noch messen kann. Und die 3 helfen sich jetzt gegenseitig. Auf jeden Fall, wenn man alleine bis im Wind hängt oder ganz alleine ist, man hat vorne und hinten keinen, dann wird das Rennen zäh. Hier kann man sich ein bisschen im Duell 1 gegen 1 beweisen und vergisst dann auch vielleicht die Zeit. Das öffnet den Kopf und dann geht es wieder ganz anders voran. Falk, schau du noch bitte mal nach
Homio und vor allen Dingen auch, lass uns gleich nochmal wissen, was mit der schnellsten Frau oder der führenden Frau ist. Homio muss dranbleiben, ja, die beiden ziehen ein bisschen weg, aber er kämpft, er fightet, er gibt alles. Und immer noch der schnellste Deutsche im Rennen. Nicht das, was ich vorgenommen hatte, aber er ist ein Fighter. Er macht es gut, er macht sehr gut. Ja, so ist das manchmal im Sport. Man rennt nicht jeden Tag Rekorde, die kann man nicht auf Knopfdruck produzieren, aber trotzdem heißt es jetzt kämpfen. Immer noch bester Deutscher im Rennen. Immer noch bester Deutscher. Und dafür muss er jetzt kämpfen. Sehr stark. Das wird er auch machen. Falk, du bleibst dran, ich check nochmal die Zwischenzeit. Erik Kiptanui weiter vorne. Ja, wir haben ja kein Internet im Übertragungswagen, deswegen muss der René immer mal raus, sich die Zeiten holen von draußen. Ihr habt sie sicherlich auf Mika Timing schon in den Favoriten drin. Seid ihr vielleicht schneller als wir. Und Homio kämpft. Die erste Frau ging jetzt durch mit 48,30. Und die Martina Strehl aus der Schweiz nur eine halbe Minute dahinter. Das ist ganz stark, eine Riesenüberraschung. Und Homio ist wieder dran. Er lässt nicht locker. Er folgt den beiden hier. Stark. Knappe 10 Minuten noch, dann ist er am Ziel. Ja, das wird jetzt hart, aber er fightet. Er gibt alles. Und wir gehen jetzt nochmal zur führenden Frau, Falk. Kannst du die Zeit nochmal einordnen? Sehr stark unterwegs. Milad Kejeta, die Äthiopierin, mit einer Bestzeit von 1:08:41. Aber das wird sie heute verbessern. Da bin ich ganz sicher. Da ist sie deutlich drunter. Und eine ganz große Überraschung, eine halbe Minute nur dahinter, die Martina Strehl aus der Schweiz. Die rennt hier ein ganz starkes Rennen. Jetzt die führende Frau auf dem Weg zum Potsdamer Platz hier. Über der Brücke, übers Lützeufer, am Schöneberger Ufer entlang. Und sie wird davon profitieren, dass sie hier jetzt gleich auch getragen wird von der tollen Stimmung in Berlin. Denn hier ist bekanntermaßen richtig viel los. Die vielen freiwilligen Helfer dort, eine Verpflegungsstation. Aber sie will nur ins Ziel, sie verpflegt sich nicht mehr. Die führende Frau. Also, wir erleben hier heute auf den Straßen Berlins, derweil sie an der Staatsbibliothek vorbeirennt. Auf dem Weg zum Stars, zum Boulevard der Stars. Und Homio zieht vorbei an den Beinen. Ihm geht's wieder besser. Stark. Was ist das für ein Rennen? Wir erleben hier wirklich alles heute, Falk. Alles. Alles ist drin in diesem Rennen. Auf dem Weg zum Checkpoint Charlie. Der schnellste Deutsche beim Berliner Halbmarathon. Homio Tesfaye. Hat sich gut zurückgekämpft jetzt. Super. Sah schon aus, als ob er die Gruppe verliert. Aber wie du schon gesagt hast, der kämpft. Checkpoint Charlie hier. Der ehemalige von den Amerikanern kontrollierte Grenzübergang in der Mitte Berlins. Und hier noch einmal die führende Frau, die sich diesen Sieg heute, ihren ersten dann auch in Berlin, nicht mehr nehmen lassen wird, genauso wenig wie er. Und da haben wir recht behalten, Falk. Berlin wird heute zwei neue Sieger erleben. Zum ersten Mal in Berlin und dann gleich auf Siegeskurs. Erik Kiptanui.
Und alle überrascht mit der aus Taktik. Aus Kenia. Alle überrascht mit seiner Taktik. Sein Teamkamerad hat sich für ihn aufgeopfert, 12 Kilometer lang, und ihm hier dieses Tempo bereitet. Was für ein toller Plan und was für ein Meisterstück bei seinem ersten Auftritt in der Hauptstadt. Und er ist nach wie vor auf Kurzstreckenrekord, Fragezeichen. Schafft er das noch, Falk? Ich warte noch auf die nächste Zwischenzeit von Kilometer 20. Er ist schon auf der Leipziger Straße, ist auf dem Weg Richtung Ziel. Müsste gleich passieren. In 3-4 Minuten, vielleicht in gut 3 Minuten, können wir ihn hier schon auf der Zielgeraden erwarten. Ganz sicher. Leichter Anstieg hier nochmal, sehen wir's. Da muss er nochmal kurz hoch, aber dieser Erik Kiptanui hat alle düpiert. Masai düpiert. Mengich. Auch Emanuel Kibrono, der den Paderborner Osterlauf gewonnen hat und auch 27:26 laufen kann über 10.000 Meter. Wir schauen uns nochmal die Zwischenzeiten an. Die 5 Kilometer ist dieser Kenianer durchgegangen. Heute in 13:32 im Weltrekordtempo. Die 10 Kilometer in 27:28. 15 Kilometer, 41:38. Und jetzt immer noch auf Kurs, Streckenrekord in Berlin. Den Sieg lässt er sich nicht mehr nehmen heute. Streckenrekord wird ganz knapp. Ich sehe die 20-Kilometer-Marke gerade nicht. 58:56 ist der Streckenrekord. Aber es wird auf jeden Fall eine Zeit unter einer Stunde. Auf jeden Fall. Das ist ja ganz weit in dem Bereich drin, das stimmt. Was für ein mutiges Rennen, was für ein spektakuläres Rennen heute. Dieser 38. Berliner Halbmarathon. Bärenstark. Und du siehst ihm nichts an, oder? Die Beine, guck mal, wie die da hinten hochschleudern. Wahnsinn. Aber du bist ja oft, Falk, auch mit deinen Reisegruppen in Kenia unterwegs. Sind die Afrikaner manchmal so unberechenbar? Ja, mittlerweile auch so selbstbewusst, weil die das im Training in den großen Gruppen auch machen. Die rennen da ihre 30, 35, 38 auch mal 3 Wochen vor dem Marathon in fast Bestzeit. Also die haben mittlerweile das Selbstbewusstsein, weil die im Training merken, wenn ich mich hier durchsetze gegen jemand, der letzte Woche 59 Minuten irgendwo gerannt ist, dann kann ich das auch. Und so entsteht so eine Eigendynamik und deswegen sind die Jungs auch so bärenstark. Trauen sich das einfach zu. Ich bin fasziniert von dieser Leistung. Traumhafte Bedingungen heute in Berlin. 12 Grad, leichter Wind, strahlender Sonnenschein in der Hauptstadt am 8. April 2018. Und er wird hier als Debütant in Berlin Geschichte schreiben und das Rennen gewinnen. Und er ist auf dem Weg Richtung Ziel. Das wird eine enge Geschichte mit dem Streckenrekord. 58:56, ein Rennen gegen die Uhr. Eine Minute hat er noch. Das wird knapp. Es könnte reichen. Es könnte reichen. Ich will mich nicht festlegen, aber er spürt, da geht was. Ich glaube, er schafft es. Ich glaube, er schafft es. Es ist nicht mehr weit. Streckenrekord. 58:56. Wir blicken auf die Zieluhr. Das ist sein Tag. Das ist sein Rennen. Und er sprintet nochmal. Richtung Ziel. Er wird dieses Rennen gewinnen und wie er dieses Rennen gewinnt. In einer fantastischen Zeit. In einer Jahresweltbestzeit. Das wird es allemal. Wir schauen zur Uhr. 58 und zeigt mir die Uhr. Streckenrekord. Streckenrekord in Berlin. Wahnsinn. Brutal. Und jetzt kommt Homio Tesfaye. Homio Tesfaye. Der beste Deutsche. Erneut beim Berliner Halbmarathon. Was ist das für ein tolles Rennen heute? Ich bin begeistert und finde es auch toll, obwohl er ein bisschen kränklich war in den letzten Tagen. Er hat sich rausgenommen, viel Tee getrunken, versucht, den Infekt aus dem Körper zu bekommen. Aber heute Morgen stand der Kerzengrade an der Startlinie und hat gesagt, ich werde versuchen, den deutschen Rekord anzugehen. Und nach einer kleinen Schwächephase, die er hatte, ist er wieder da und sammelt hier auf den Schlusskilometern noch weitere Läufer ein. Ja, wie du vorhin sagtest, Willensleistung von ihm. Er hat
mit mir gestern gesprochen, dass es ihm nicht ganz so gut ging. Heute früh war er bereit zu rennen. Er wollte einfach rennen und das merkt man, wenn jemand möchte, dann spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Das ist der Sieger von Paderborn von letzter Woche. Da ist der Sieger schon im Ziel. Und da ist die inoffizielle Zeit. 58,42. Weltklasse. Weltjahresbestzeit in Berlin. Und auch das ist noch eine starke Zeit von Kim Bruno. Und wir zählen jetzt. Ist der zweite, der dritte, der vierte. Und wann kommt Homio? Herzlichen Glückwunsch an den Race Director, an Marc Milde, für diese ausgezeichnete Wahl, diesen jungen Mann hier zu verpflichten. Und Kompliment für dieses Rennen. Da die Nummer 4 da links. Weißt du, wer das ist? Start-Zielsieg. Wer ist die Nummer 4? Das ist der Bruder von Wilson Kipsang. Der Keegan. Der Bruder von Wilson Kipsang. Ja, im Gesicht siehst du es. Stark. Das ist anderer Vater, selbe Mutter. Ja, der ehemalige Weltrekordler, Rentner 61. Der Bruder und Wilson Kipsang, der auch schon so erfolgreich war. Da sind die ersten drei. Richard Mengisch gratuliert seinem Landsmann zu Recht. Denn er hat vor 2 Jahren hier, Richard, das Rennen gewonnen. Marseille, die kamen einfach nicht mehr ran. Und jetzt kommt Homio. Ist auch gleich da. Auf jeden Fall wird es eine Platzierung unter den Top 10. Super, und Sprint. Und eine starke Zeit. Persönliche Bestzeit wird es nicht. Und hier nochmal ein Sprintduell. Aber da wird es schwierig für den Kollegen. Gegen den 1500-Meter-Läufer darfst du sowas nicht versuchen. Keine Chance. Das musst du vorher erklären. Und hier kommt er nochmal. Ja. Starkes Finish von Homio Tesfaye. Und er sammelt hier die Sympathien der tausenden Zuschauer in Berlin ein, auf der Zielgeraden. Was für ein Sprintfinish hier. Super Rennen. Und ein super Rennen. 1:02 oder knapp drunter. Stark. Stark. Wir warten auf die inoffizielle Zeit. Aber auf jeden Fall, das ist der schnellste Deutsche heute in Berlin. Erneut. Auch nach 2017 schafft es Homio Tesfaye hier, diese Leistung eindrucksvoll zu bestätigen. Aber der ist platt. Der hat alles gegeben. So. Und hier kommt Checkpoint Charlie, Gesa, Felicitas Krause. Nicht zu schnell. Die hervorragend im Rennen liegt. Okay, und hier. Und Gesa legt einen Zahn zu. Sie merkt, da geht noch was. Und jetzt rennt sie, um eine gute Zeit zu erzielen. Ja, jetzt kannst du deine Gegnerin auch noch mal beeindrucken, indem du da so einen Zwischensport einlegst. Der Marc kennt die Strecke. Und die strauchelt jetzt da hinten. Jetzt muss sie Gas geben. Hat jetzt auch die Möglichkeit, sich von der Platzierung ganz weit vorne einzuordnen. Abgesehen von der guten Zeit. Ja, sie macht das hervorragend. Und auch das Duell gegen Katharina Heinig dann so deutlich zu gestalten, spricht für die Klasse von Gesa, auch über die Halbmarathonistin. Auf jeden Fall. Sie ist eine Weltklasse-Athletin, hat schon internationale Medaillen. Und das zeigt sie ihr wieder, dass sie laufen kann. Ja, super stark. So, ich muss mal einen Schluck trinken, Falk. Ja, Schlückchen Wasser. Nach so viel Aufregung und so einem Wahnsinnsrennen. Und deinem Sport zur Zeitmessung hin und her. Die erste Frau wird in ungefähr 2-3 Minuten hier im Ziel bei uns erwartet. Und einen Streckenrekord haben wir schon. Vielleicht sehen wir heute noch einen zweiten, auch bei den Frauen. Ich schaue noch mal nach. 2006, Edith Masai aus Kenia. 67,16 ist die zu schlagende Marke. Vielleicht schafft sie das. Und für Gesa wird es auf jeden Fall, genauso wie für Hans Sapai, ein persönlicher Streckenrekord werden. So
So sieht's aus. Können beide nur gewinnen. Wie fühlt sich das jetzt an oder wie hat sich das für dich angefühlt als Topathlet, wenn man bei 17, 18 aufläuft? Na, da ist schon richtig hart. Schmerzen. Das ist einfach Schmerzen, aber das willst du ja. Du hast ja vorher trainiert, um dort schnell ins Ziel zu kommen und dann sind die Schmerzen auch egal. Und du gehst all in, von da aus ist es nicht mehr weit. Du siehst, die kämpft jetzt auch, aber von da aus ist es nicht mehr weit ins Ziel und dann vergisst du alle Schmerzen. Bei der Zielgerade hier vergisst du alles. Aber dass sie Schmerzen hat, das sieht man. Ja, sie fightet. Aber das kennt sie von der Bahn. Mhm. Und die schnellste Frau auf dem Weg zum Ziel. Hier ist sie. Auf dem Weg zur Zielgeraden. Mit einer starken Vorstellung. Und es wird kein Streckenrekord werden. Aber es wird vielleicht eine neue Bestzeit für Melat Kejeta. Ja, sie ist schon ein bisschen weggebrochen da auf den letzten Kilometern. Zu schnell angegangen, aber das passiert sehr leicht in Berlin. 1:08:41 ist ihre persönliche Bestleistung. Schafft sie es drunter zu bleiben? Wird knapp. Wird ganz knapp, ja. Aber es wird eine klasse Zeit werden. Ja, trotzdem, obwohl sie lange alleine gelaufen ist. Ja, ja. Die schnellste Frau, sie lebt in Deutschland, spricht auch ein wenig Deutsch. Ist in Äthiopien geboren. Und da kommt die zweite. Die Schweizerin. Martina Ströhl. Wahnsinnsrennen. Stark. Melat Kejeta. Herzlichen Glückwunsch. Tolles Rennen. Ihr erster Sieg in Berlin. Keine persönliche Bestleistung, aber der Sieg in Berlin. Und ein klasse Rennen. Und hier. Kompliment. Martina Strehl, Wahnsinn. Bestzeit gehabt von 1:11:50. Die pulverisiert sie heute. Zweite beim Berliner Halbmarathon. Zweite beim Berliner Halbmarathon. Das ist sicherlich einer ihrer größten Erfolge in ihrer Laufkarriere. Fast 2 Minuten schneller als ihre Bestzeit. Wahnsinn. Das ist stark. Und wir warten auf die schnellste Deutsche. Wird es Gesa Felicitas Krause? Daran haben wir mittlerweile kaum noch Zweifel. Nein, das packt sie. Das schafft sie. Und es wäre ein toller Erfolg für sie bei ihrem ersten Start hier beim Berliner Halbmarathon. Und sie sieht locker aus. Sie läuft ja so ästhetisch und so rund. Und Kompliment auch an ihre Pacemaker, die hier einen tollen Job gemacht haben. Aber sie ist auf den Punkt fit und bestens vorbereitet hier bei ihrem. Ein gutes Omen vielleicht, ja, für die EM. Allemal. Ist ihre Stadt. Frau. Ja, und da kommt die dritte Frau ins Ziel. Da schauen wir auch nochmal hin. Aus Finnland. Die in diesem Jahr auch schon 1:11:10 gerannt ist. Annemarie Hirvilainen. 1:11:10 ist ihre persönliche Bestzeit. Und sie wird Dritte. In Berlin Glückwunsch. Und sie wird auf jeden Fall eine Top-Platzierung hier erleben. Gesa, die einen sehr sympathischen Eindruck macht, aber genauso wie Homio muss sie auch fighten. Sie muss richtig kämpfen. Es ist ja für sie auch eine ungewohnt lange Strecke, auch nicht ihre Spezialdisziplin. Das ist jetzt ein Impuls von ihrem Trainer, ein bisschen an der Ausdauer noch zu feilen. Das ist für sie ein tolles Erlebnis hier, auch mal das Straßenlauf Fluidum ein bisschen aufzusaugen und danach wieder in die Bahnvorbereitung zu gehen. Also einen Einlauf hast du ja auf der Bahn nur ganz selten im Jahr. Und sie ist auf der Zielgeraden und genießt es.
Es wird eine 72er Zeit werden, aber das ist gut für ein Debüt, für ein gelungenes hier in Berlin und auf der Halbmarathon-Distanz zum ersten Mal die 21,1 Kilometer durchgelaufen. Herzlichen Glückwunsch, schnellste Deutsche in Berlin, Gesa Felicitas Krause. Und wir warten auf Katharina Heinig. Sie wird auch in wenigen Augenblicken hier das Ziel erreichen. Aber wir dürfen ihr erstmal auf das Herzlichste gratulieren. Auch Marc Milde macht es sehr gerne, der sich um sie bemüht hatte, sie überzeugt hatte, hier nach Berlin zu kommen. Und er fühlt sich natürlich auch bestätigt da in seiner Planung. Da ist Katharina. Ist doch schön, wie gut die beiden sich verstehen. Ja, wir verbringen auch viel Zeit zusammen im Trainingslager. Da gibt es sogar mal ein Küsschen unter Freundin, unter Trainingspartnerin. Ist und auch Katharina ist eine gute Zeit gelaufen. Knappe Bestzeit sogar. Ja. Bestzeit? Ihre Bestzeiten. Knapp oder Boden. Stark. Thank you.